Natürlich könnte ich weitermachen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Da es eh mein einziger Run heute wird, kann ich ruhig ein bisschen den Anfang machen, bis einer dabei ist, der einigermaßen geht. Ja, die Viecher machen aggressiv. Ich meine, ich könnte da schon equippen und sie wegsnipen mit der Slingshot. Dann habe ich halt unten keinen Free Equip mehr für den Dreck, aber. Ja, eigentlich nicht. Bei 10 Minuten Timesaves, die ich habe, lohnt sich das eigentlich nicht. Aber ja, das ist mir einfach. Ist mir zu dumm am Anfang. Nicht alles Ding runterbollert und du dann deswegen nochmal den Mindtext bekommst. Da braucht es halt direkt mal 15 Sekunden oder sowas. Nee, so lange ist es nicht, aber. 8 oder sowas. Weißt du was? Ich guck mal, ich mach das jetzt mal. Ich equip vorher, snipe die zwei runter und guck, welche Zeit ich bekomme. Da haben wir wenigstens einen Run laufen. So viel kann mich das gar nicht kosten. Ich bin morgen unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich viel zum Practicen komme. Österreichischer Strohhut. Willkommen, Leute. Willkommen, Strohhutbande. Willkommen. Seid ihr Deutsch? Wenn nicht, muss ich Englisch reden. Ich weiß, was sind gut. Dann habe ich den Namen richtig gelesen. Ist immer so schwierig, wenn das erste Wort von jemandem im Chat nicht deutsch ist. Dann ist man sich nie sicher. Hat er das einfach nur so gesagt? Oder kann er kein Deutsch? Dann willkommen, meine Dudes, hier zum Ocarina of Time Glitchless Unrestricted Any% Run, den ich jetzt gerade versuche zu beenden. Indem ich versuche, den Anfang zu schaffen. Wie geht's euch denn so? Was gab's denn euch zu spielen? Oder zu gucken? Oder zu reden? Ich weiß ja nicht mal, welche Kategorie ihr gemacht habt. Jetzt kommt's. Deltarune. Muss ich noch spielen, nachdem ich das andere Spiel hier da gespielt habe. Ich hab's an. What? Wait, what?
hab doch gar nicht... What? Ich bin verwirrt. Kata ist equipped, aber ich habe gar keinen A gedrückt. Was ist das passiert? Achso, ja, ja. Ich wurde nicht weggemoddet, wurde einfach gelöscht. Das ist einfach ein geblacklisted Wort drin gewesen. Ja, dieses, oh mein Gott. Dieses seltsame Emote, mit dem man sich so schön über Leute lustig machen kann, das ist bei mir nicht erlaubt. Sonst alles gut. Doch, dies ist ein Emote mit L. Das mag ich nicht. Das ist bad, es gibt eine 15, oder? Ja. Nun ja. Am Anfang kann ich eh keinen Preis gewinnen. Definitiv nicht. Hast du hier eine schwere Zeit? Aber kappern darfst du, so viele möchtest. Nein, ich snipe die weg. Ist mir scheißegal. Hab keinen Bock mehr. Ich hab Shortcut-Keys auf dem Keyboard. Und ich glaube, in der einen Einstellung habe ich sogar Kappa und Regessen und so drauf. Oh, das ist bad. Weil man kann nicht wissen, weil man schnell genug kappern muss. Und Regessen. Inklusive Enter natürlich. Gasmen, ja. Hat doch ein bisschen mehr Zeit gekostet, als ich dachte. Weil ich schlecht im Ziel, ne? Ach, komm. Ist weg, alles klar. Dann mal gute Nacht und danke für den Raid. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Kappa. Nee, ich kenne nicht Kappa. Regessen. Eieiei. Bin gespannt, was das für eine Zeit wird. Keine gute. Keine gute auf jeden Fall. Achso, 14:30, weiß ich nicht. Nee, 14:30 wird es, glaube ich, keine.
Bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt Zeit verliere. Auf PB. Bisschen, glaube ich, aber nicht viel tatsächlich. Wieso kriege ich immer Notifications nur dann, wenn ich streame? Kaum habe ich einen Stream laufen und ich gucke mal wieder zu Discord rüber, habe ich da 5, 6, 7 stehen als Zahl. Wenn ich nicht streame, kriege ich den ganzen Tag keine Notifications. Was im Monolog bedeuten, länger geschätzt? Ja. Ja, J ist wesentlich langsamer. Langsamer. Wesentlich schneller. Beziehungsweise kürzer. Man sagt ja immer, es ist schnellerer Text, aber der Text ist ja nicht schneller. Es ist einfach nur es sind nur weniger Zeichen. Wenn der Text schneller wäre, würde er ja schneller scrollen. Nee, ich sag's auch wegen mir. Weil man immer sagt, ja, Japanisch ist der Text schneller, aber ist ja eigentlich nicht richtig. Er scrollt auch nicht schneller. Ich meine, theoretisch ist die beste Version für Glitchless die chinesische Version. Weil im Chinesischen sind es noch viel weniger Zeichen. Und laggt auch weniger, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Weil das Bullshit ist. Das ist eine eigene Konsole, die auf dem China-Markt erschienen ist. Der IQ heißt der. Das ist so ein fetter Controller, fast wie so ein. Fast ähnlich wie so der alte, der allererste Xbox-Controller, ja. So, vielleicht noch ein kleines bisschen fetter wie das Ding. Und im Controller drin ist die Konsole. Und da sind schon Spiele vorinstalliert. Eins davon ist Ocarina of Time. Und das Ding ist arschteuer. Einfach nur unvermessen teuer. Und da kriegt eigentlich niemand die Hände dran. Und deswegen hat sich die Community prinzipiell drauf hier Gentleman Agreement gemacht, dass einfach keiner mit IQ spielt. Ja. Lassen wir es sein. Wir ignorieren einfach, dass es die Konsole gibt. Weil es wäre so unfassbarer Free Time Save, es wäre Pay to Win fast sogar, ja. Bei in Glitches vor allem. Es wäre tatsächlich Pay to Win. Siehst du, ich verliere nicht mal wirklich Zeit. Geh das mal an. Nicht mal wirklich Zeit verloren auf PB. Ich bin mir nicht sicher, ob es 30 Minuten sind, ja, aber es ist schon ordentlich, was das nochmal spart zusätzlich. Aber 10 Minuten könnten es sein, nochmal drauf. Oder doch noch mehr wegen dem Text? Bin mir nicht sicher. Und wenn das so ist, werde ich auf jeden Fall am Samstag die Skulptur snipen. Wenn mir das prinzipiell nichts kostet. Also jetzt auf die PB hat es nichts gekostet. Hat mich schon 10 Sekunden auf Sum of Best gekostet. So ist es nicht. Aber wenn ich ein bisschen besser ziele, könnte es noch besser werden.
Letztendlich bräuchte ich auch nur die untere abschießen, nicht die obere auch noch. Die obere kriegt man ja, sieht man ja frühzeitig. Die untere ist ja relativ schnell abgesniped. Ja, mache ich das dann am Samstag. Nur die untere. Nein, der Text ist ja der gleiche. Wir brauchen nur weniger Schriftzeichen, um den gleichen Inhalt zu darzustellen. Okay, ja. Das ist halt Ganon, Dude. Und der ist böse. Master Schwert heißt nur gutes Schwert oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass du Master Schwert noch kürzer kriegst. Magisch und gut und jedes Wort wäre ein Zeichen, glaube ich. Das kannst du nicht mehr abkürzen. Oder es gibt ein Zeichen, das explizit extrem gutes Schwert bedeutet. Dann könnte man das Zeichen benutzen. Einfach nur extrem gutes Schwert. Zieh das extrem gute Schwert. Und vernichte das Böse damit. Ja, genau. Wenn man ein bisschen sucht in der chinesischen Sprache, findet man sicherlich ein paar Zeichen. So ein paar übrig gebliebene Zeichen von früher, die alles Mögliche bedeuten können. Der man so die halbe Geschichte erzählen kann. Oh mein Gott, war das ein guter Kaku-Jump. Der war wirklich gut. Danach nicht mehr so geil. Nach dem Zaun, aber... Der Sprung war ziemlich schnieke, muss ich sagen. Vielleicht können wir ja Enter Spirit golden damit. Ah, Hyrule Field war nicht so geil, glaube ich. Hätte man den Winkel ein bisschen besser sein können. Ah, na.
Ja. Der Child Part ist nicht viel anders wie das, was ich schon immer gemacht habe. In Glitchless. Deswegen geht das einigermaßen, wenn ich nicht dumm bin. Adult ist halt neu, sozusagen. Und da mit den Tricks kann man halt alles gewinnen oder alles verlieren. Es gehen halt keine Backups für die Tricks. Die Tricks müssen sitzen, anders geht's nicht. Es sind, gibt nur die Tricks, die gehen. Die Tricks müssen sitzen, sonst kann ich nicht weitermachen im Run. Das ist das Schlimme an den Tricks. Sonst hat man für alles irgendwie ein Backup, was man machen kann. Aber die müssen halt passen. Deswegen kann man da unendlich viel Zeit verlieren, wenn es einfach nicht will. Die Retries dauern auch immer so ewig. Vor allem hier in der Wüste. Das Lied zu spielen und sich neu zu teleportieren alleine kostet dich schon 15 Sekunden oder sowas, ja? Und du hast dabei noch nicht mal den Trick nochmal versucht, ja? Das ist nur allein der Teleport für die Ausgangsstellung, damit du dir das Ding anfangen kannst zu machen. Puh. Das ist halt wirklich mies. Ah, eigentlich wär's noch mehr gewesen. Ich hab ein bisschen spät gesplittet. Undurchschaubar. Was heißt undurchschaubar? Welches denn? Um auf die Pflanze drauf zu kommen oder auf der Pflanze drauf? Ist nicht so schwer, wenn man weiß, auf was man achten muss. Die Visual Cues sind gut. Aber wenn man sie nicht kennt, denkt man, wo buffert der hin? Achso, ja. Ja, was ich gerade gesagt habe. Die Visual Cues sind gut alle. Die kann man sehr gut erkennen. Auf die Pflanze drauf, ja. Da habe ich ein Q. Auf der Pflanze drauf, am Ende muss ich einmal buffer ich, um die Bombe zu ziehen. Es muss auf einem bestimmten Frame sein. Und dann am Ende, wenn ich getroffen werde, das ist relativ easy zu sehen, wenn man getroffen wird halt. Auch den Damage Boost, also bevor ich die Pflanze verlasse, brauche ich den Damage Boost. Ich muss von der Bombe getroffen werden für den Geschwindigkeitszuwachs. Verdammt. Den Pott soll ich treffen. Das meine ich. Ja. Um auf die Pflanze zu kommen, ja. Nee, ist einfach nur ein Backwalk, den ich da buffer. Ich muss beim, auf dem richtigen Frame muss ich sidehoppen, um an der richtigen Stelle auf der Pflanze zu stehen.
Wenn man nicht weiß, auf was man achtet, sieht man wahrscheinlich den Visual Cue nicht. Der richtige Winkel sein. Ja, aber das buffere ich ja nicht. Das ist einfach nur die Wand neben der Tür nehmen und dann 5 ISS-Turns nach rechts. Das ist der Winkel, den man braucht. Dann rollt man in die Ecke rein und backflippt einmal. Und aus dem Backflip raus backwalkt man. Ja, ich habe einen Frame zu spät gesidehoppt. Oder einen Frame zu weit gebuffert, immer. Dann bin ich zu weit hinten auf der Pflanze gestanden. Ich muss aber genau da stehen, wo ich stehen muss. Der ist... Die Position ist so unfassbar perfekt. Das ist abartig. Deswegen laufen wir auch rückwärts zur Pflanze, damit sie nicht geladen ist, weil sobald sie lädt, schwurbelt die so in der Luft hin und her. Und je nachdem, wie sie schwurbelt und du drauf hüpfst, bist du dann am Ende dort, wo du abspringst, an einer anderen Position. Ja, auf dem Zyklus. Deswegen müssen wir die durch das, dass wir das Lied spielen, wissen wir genau, an welcher Position von dem Schwurbeln die Pflanze ist. Dass wir dann wissen, dass wir immer auf derselben Stelle drauf landen, wenn wir drauf hüpfen. Ich gucke auf die Tür links. Ja, rotieren nicht, aber halt im Kreis fliegen so ein bisschen. Schwenken ein bisschen hin und her. Aber ja, und dadurch ändert sich die Position, wo Link steht in der Luft, während man den Damage Booster am Ende mit der Bombe macht. Und das bisschen, was das Ding hin und her macht, macht schon aus, dass der Damage Boost nicht mehr funktioniert, dass wir nicht mehr auf der Statue landen. Hast du das gerade gesehen? Ich habe keine Zeit verloren. Also praktisch keine Zeit auf PB verloren, weil PB genauso schlecht war im Anubis-Raum. Ich weiß nicht, ob es Pixel genau ist, aber schon asozial genug genau, dass wir ein Frame später schon nicht mehr schaffen. Wenn die Pflanze ein Frame früher oder später geladen wird, geht der Trick schon nicht mehr. Zumindest nicht mit dem Setup. Und jetzt weißt du, warum ich im Practice Room die Koordinaten anzeige. Für solche Tricks, dass man sieht, dass man überprüfen kann, ob man richtig steht. Ist wirklich furchtbar. Das ist ein absolut furchtbarer Trick eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber der ist einfach nur extrem cool. Das Problem ist, wenn das Spiel, wenn man rein teleportiert wird mit der Ocarina, dann ist ja die Umgebung geladen, ja? Dann sieht man auch hinten schon den Eingang zum Tempel. Und derzeit ist die Pflanze geladen und bewegt sich. Deswegen halte ich aus dem Lied heraus, rechts gedrückt, dass ich sofort nach rechts laufe, sobald so früh wie möglich wie es geht. Und wenn die Kamera ein bisschen nach rechts schwenkt, entlädt die Pflanze wieder. Und bleibt stehen an der Stelle, wo sie gerade ist. Dann drehe ich mich rückwärts um und laufe zur Pflanze, damit die nicht mehr geladen ist, damit sie so bleibt, wie sie ist. Wenn ich da auch einen Fehler mache, ist auch vorbei.
Der, wo es nicht weiß, guckt sicherlich ziemlich dumm. So denkt, what? Was passiert hier? Oh, da geht ein Triple, aber es geht nicht. Ich bin zu nah. Das heißt, ich hole den Triple so. Oh, scheiße, hätte weitermachen müssen. Das ist mehr Anlauf, wenn ich jetzt geschafft. Das ist ein Triple, den kriege ich. Das ist ein Triple, den ich kriege. Schade ist, dass die Leute das Estimate kennen. Ja? Dann wissen die, dass irgendwas Seltsames passieren muss. Oder auch hier bei den Splits sieht man ja, wie schnell das der Run ist. Nicht nur zu der Belohnung, sondern zu den Belohnungen. Wir holen uns ja beide direkt hintereinander. Dass die Leute wissen, wie lang der Run ist. Dann wissen sie ja, dass irgendwas nicht stimmt. Dass irgendwas crazy passieren muss. Okay, wir sind im Minus und bei Zelda können wir noch mehr ins Minus rutschen, wenn die Guards mitspielen. Das mag ich. Es geht auch bequemer mit jemandem zu reden als über Kopf. Oh, oh. Ich habe auch schon wieder fast eine Minute auf Sound of Best verloren. Es ist schrecklich. Die ersten 30 Minuten sind abartig. Wieso verliere ich da so viel Zeit? 30 Minuten, eine Minute verlieren ist halt nicht tragbar. Und es ist nicht überschätzt. Das ist wirklich zu viel. 30 Minuten, eine Minute auf Sound of Best. Das ist einfach zu viel. Hey, ich habe 69 Rupees. Nice. Eine Minute pro Stunde ist schon nicht so geil, aber damit kann man eher leben. Ey, wir haben lange gesucht. Das hat lange gedauert tatsächlich, bis wir den Trick hatten. Vor allem, bis wir den Trick so hatten, dass man den tun konnte als Mensch. Oh, das war spät, das war gerollt. Ah, doch, reicht. Na?
Nee, mach ich nicht. The fuck was? Nee, das sieht mich nicht an der Stelle. Aber hier, die weiter hüpfen, sondern halt zurück. Nee, wenn du weißt, wie die Wachen gucken, dann weißt du, dass er dich da nicht sieht. Das war das liegt an mir, dass ich manchmal manchmal mache ich, obwohl ich nicht sollte, und manchmal mache ich nicht, obwohl ich sollte. Hier auch, kann er mich nicht sehen. Ich kann es dir einigermaßen erklären in der Cutscene gleich. Da hast du absolut recht. Kennst du in Majora's Mask die im Deku-Palast die Wachen? Die Deku-Wachen? Wenn die rumlaufen, haben die doch so Punktevorsicht rumfahren, ja? Die Wachen hier haben eine ähnliche Sicht wie die Punkte. Nur das sind riesig große Kugeln. Die sind ungefähr ein Durchmesser von einer Dreiviertel Wache oder sowas. Und die sind auch ein bisschen, ja, vom Durchmesser. Und dann ist ein Ball nach dem anderen so bop, 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 bop. Und wenn die Kugel was berührt, geht sie weg. Ja, das heißt, die Kugel ist so dick, dass die direkt an der Wand, wo die Wache steht, hängen bleibt und gar nicht mehr weiterkommt. Das heißt, die Wache guckt auf mich, aber die Kugel geht sofort weg, weil sie getroffen wird. Von der Wand, weil die einfach so dick ist, die Kugel. Und deswegen kann man auch manchmal an denen vorbeihüpfen, ohne gesehen zu werden, obwohl sie einen gesehen haben sollten, weil man zwischen den Kugeln durchhüpft. Ja? Deswegen denkt man manchmal, was? Wie hat die Wache mich nicht gesehen? Ich habe gar nicht Frame Perfect gesidehoppt. Das ist dann genau der Fall gewesen, dass du zwischen den Kugeln durchgehüpft bist. Doch. Es gibt ein Video davon. Aber es ist nicht im Practice ROM freigeschalten. Ich weiß nicht, ob die Guard Vision jemals ins Ding reinkommt. Ich weiß es nicht, ob ich das finden kann, das Video. Schwierig. Ja, der Dude ist der weiß, wie OOT funktioniert. Der ist auch im Decompile Project dabei. Nee, er hat viel vom Spiel schon dekompiliert. Er weiß, wie es geht. Und er die Vision, weil er ja die Guard Vision decompiled hat. Hat er es halt mal kurz sichtbar gemacht, wie sie sehen, und ein Video draus gemacht. In irgendeiner Cutscene finde ich es, und dann stelle ich es in den Chat. Und wenn man das Video gesehen hat, weiß man, wie die Wachen gucken, und dann macht einem alles viel mehr Sinn. Weiß nur nicht, wann es war. Eine Weile her. Und der postet viel, weil er viel decompiled.
Ich muss nur ein paar Jahre scrollen. Ich muss mir den Link davon mal wegspeichern. Da. Nee, warte mal. Ist nur ein Screenshot. Mach mich nicht kaputt. Es ist nicht auf YouTube, das ist auf Twitter noch viel besser zu finden. Ja, das Video auf Twitter gepostet. Versuch wert, ja. Plus 24. Nun ja. Müssen wir mit leben? Müssen wir mit leben? Was ist die nächste Katze? Die nächste Katze dauert ein bisschen. Nach die sie erst. Oder halt. Die Nacht, die Sieger sind. Wie gesagt, in Spirit kann ich 4 Minuten sparen, allein durch den Trick. Also wenn ich einfach so auf 0 wäre mit PB, hätte ich schon eine 34, wenn einfach nur Spirit funktioniert. Also, ja. Nice. Absolut nice. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch ein Gold drin ist. In dem Split. Absolut habe ich damit nicht gerechnet. Sau krass. Ah. Ja, gut, weg. Egal. Die Kamera ein bisschen besser ziehen. Bitte dreh dich richtig. Jawohl. Auf geht's! Der war gar nicht schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Wow. Hier ist dumm die Stelle, weil man einfach jede dumme Bombenpflanze anvisieren kann. Super schwierig, da die Winkel zu machen, weil wenn du zu nah an den Bomben bist, kannst du nicht mehr anvisieren. Dann visierst du jedes Mal die Bomben an.
Ist mir ein Rätsel, warum man die Dinger überhaupt anvisieren kann. So unnötig. So wie Zelda im Feuer auch, das hätten sie ausschalten können. So unnötig. Ist das zu früh, zu viel? Ich musste wieder zurück, aber. Nee, gibt auch kein. Was ist mit meinem Gold los? Mein Bombengold ist so. What is your Gold? Eine Sekunde. Da ist definitiv noch mehr drin. Da ist definitiv noch mehr drin. Da ist noch mehr drin, Mann. Hier zu golden wird super schwer. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr möglich. Jetzt sowieso. Bin mir sicher, mein Gold hatte nicht mal Akro bei den Fledermäusen hier. Hat nicht mal eine Nuss werfen müssen. Übertrieben. Rechts ist die andere. Einmal ist es mir passiert. Ich hab den Block da reingeschoben. So wie eben. Aber nicht eine Fledermaus ist gekommen. Super viel Luck. Ohne Scheiß. Ich meine doch, ich glaube, gekommen sind sie schon, aber die sind so spät gekommen, dass ich sie nicht hab natten müssen. Das war aber ganz gut eben. Okay, nee, das Ding davor war schlecht. Weil ich da den Jump Slash verbockt habe. Nee, Gold wird's kein, aber 3 Sekunden kann ich sparen. Auch nicht wahrscheinlich. Aber war schon enorm gerade eben. Mit den 2 Golds habe ich definitiv nicht mehr gerechnet. Meine DC Golds sind ziemlich geil jetzt. Also für mich sind sie geil. Ja, nicht so, also nicht so. Nicht generell geil, glaube ich nicht. Jesus Christ, was war das denn? Ah!
Wenn du meine Golds mit anderen vergleichst, sind die eh alle schlecht, ja? Allein aus dem Grund, weil ich N64 spiele. Ist offensichtlich klar. Gut, Guard Vision. Nee, 2018 war das nicht. Muss ich überspult haben. Oh, ist das nervig. Ja, das Spiel leckt viel mehr. Meine Zeiten sind generell langsamer wie sie. Auf, bei Glitchless Unrestricted verliert N64 3,5 Minuten auf VZ wegen Lag. Wenn du das auf die Splits runterrechnest, sind die Splits alle ein paar Sekunden langsamer. DC laggt wie Sau. DC ist brutal, wie DC laggt. Eins der laggiesten Stellen, die es gibt, DC. Naja, ich meine, das Spiel hat nur 20 FPS. Ja, das Spiel hat 20 FPS, aber meistens auf N64 hast du keine 20 FPS. Weil es so sehr laggt, dass du einfach nur... Keine Ahnung. Im Ganon-Kampf geht es sicherlich auf 7 FPS runter oder sowas. Kommt drauf an, wie du es rechnest. Doch. Natürlich. Kommt doch an, wie man es definiert. Oh boy, das gibt ein Goldsplit. Ganz bestimmt. Ja, was ist denn Lag? Sag's mir im telefontechnischen Dingens. Zeitverzögerung, oder? Ja. Und wenn das System nicht mehr die 20 FPS raushauen kann, dann ist die Frame-Render-Zeit verzögert. Deswegen laggt das. Er kommt mit den Frames nicht mehr klar, wie er sollte. Deswegen ist das Rendern verzögert, der Frames. Gold. Oh. Geht's? Ich bin der Dritte. Ja. Alle guten Dings sind drei, oder? Es dürfen ruhig mehr sein. Wow.
Goldschabu, oh boy. Aber eins ist sicher, Lag hat immer was mit Zeit zu tun. Das ist richtig. So sehe ich das auch. Goldschabu wird schwer. Goldenterschabu wird schwer. Und in Schabu drin wird es auch schwer. Also, Schabu zu golden ist nicht so einfach. Ich bin mir sicher, ich habe da noch einige Golds drin in mir. Also muss halt wirklich gut laufen. Jetzt bin ich gerade nicht mal ganz 2 Minuten hinter Sum of Best. Das ist besser wie das letzte Mal. Oh boy. Der Bonk war eventuell mein Goal. Wieder. Was ist da los? Hauptsache Gold, Mann. Ist das dumm? Was ist da los? Oh Mann, ist das dumm. Dumm, aber gut. Ich meine, es hat auch damit zu tun, dass ich nicht immer perfekt splitte. Mal früher, mal später. Vielleicht habe ich diesmal einfach 5 Frames zu früh gesplittet. Wie beim anderen. Deswegen habe ich jetzt Dings, obwohl ich eigentlich keins hätte. Und du weißt der Geier. Bei den Enter-Splits ist es immer schwierig. Bei Items und so kriegen, das ist einfacher. Ja. Das kannst du besser abschätzen, wann es kommt und wie es ist und so. Ich probiere jetzt mal was Neues. Hier. Dass ich auf jeden Fall drüber komme. Ja, ja, ja. Dass ich wieder runterfalle.
Warum, zu was war das, warum das? Ich habe mich hier gerade auf die Bubbles konzentriert. Wegen Bongo? Bongo kann mich destroyen, komplett. Ich habe da keinen Bock drauf. Das kostet mich nur 7 Sekunden insgesamt oder so. Die schnellste Fee im Spiel ist das. Wenn man die an der vorbeikommen, direkt. Einfach nur Safety. Und falls ich Bongo überstehe, kann ich zumindest bei Double Knuckles noch alles geben. Und wenn ich da sterbe, ist auch nicht so schlimm. Oh no! Wenn ich jetzt kein Gold kriege wegen der Cutscene. Oh, ich krieg schon lange kein Gold mehr. Was? Ach, mein Gold ist noch ohne Fee, glaube ich. Kann ja gar kein Gold schon kriegen. Egal, was ich tue. Solange ich die Fee mitnehmen kann, ich kein Gold kriegen. Ich vergaß. Da kann mein Jabu noch so gut sein. Die Zeit, die ich für die Fee draufgehe, die spare ich nicht mehr. Okay, auf geht's. Hier ist der Lag so hoch. Oh mein Gott. Danke. Geschafft ist geschafft. Buffern ist immer noch schneller als failen. Oh boy. Guter Jabu, muss ich sagen. Ziemlich guter Jabu. So, Pat, guten Abend. Dankeschön. Geht's wie stets? Ein ruhiger Abend. Wow. Sehr geiler Kampf. Vielleicht ist das Gold, ich bin mir nicht sicher. Das war ziemlich gut. Ich weiß nicht, was Gold da gerissen hat. Ja.
Doch, das ist ein Gold. Nochmal 7,6 Sekunden. Jesus Christ. Jetzt 2 Minuten über Sum of Best. Damit kann ich leben. Im Child Part. Damit kann ich leben. Geht zwar besser, aber damit kann ich leben. Ja, und was mache ich, wenn ich bei Bongo sterbe? Nochmal durch den Tempel laufen und 10 Minuten verlieren? Das ist der längste Tempel. Ah, hier. Hab's gefunden. Jetzt ist eh Cutscene-Time. Hier ist God Vision. Genau. Ja, so eine Art tatsächlich, ja. Jetzt weiß man auch, warum die Wachen im Deku-Palast in Majora's Mask so gucken, wie sie gucken. Weil es einfach dieselbe Mechanik ist, die sie übernommen haben. Und kann sein, dass die Gerudo-Wachen... Nee, ich glaube, die Gerudo-Wachen gucken tatsächlich anders. Die hören dich sogar. Was super seltsam ist. Eine 1, 10, 42. Das ist gut.
Nein, 10 OOT-Zeit ist gut. Warte mal. Bis 21. Ah, eine 1,9 wird schwierig. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Es ist so, wenn du zwischen den Kugeln durchhüpfst, dann sehen sie dich nicht. Wenn du durch die Kugel hüpfst und du Frame Perfect weiter side hoppst, dann kriegen sie dich auch nicht. Ding ist, du musst mindestens 2 Frames auf dem Boden stehen, damit die Fachen fangen können. Und wenn du aber genau in dem Frame, wo du landest, den nächsten Sidehop machst, und also nur ein Frame auf dem Boden stehst, können sie dich nicht fangen. Wenn du es dann schaffst, auf den nächsten Bildschirm zu kommen, dann kann ich die alte Wache nicht mehr fangen. Vom vorhergehenden Bildschirm. Das meint man immer mit Frame Perfect Sidehops. Einfach, dass man nur einen Frame auf dem Boden steht. Zwischen den Hops. Glaubst du, wie ich mein Blindfolded gemacht habe? Ich hab einfach nur, bin einfach nur durchgehüpft und hab gehofft, dass ich Frame Perfect hoppe oder zwischen den Dingern durchhoppe. Nee, doch. Eigentlich. Nee, es muss Frame Perfect gewesen sein. Müsste ich nochmal angucken. Tatsächlich. Die Guards. Aber eigentlich ist es nicht möglich, unten durchzukommen, ohne dass sie sich sehen. Nur einfach nur blind durchhüpfst. Genau, exakt. Gut. So, und der restliche Run, da geht es jetzt nicht mehr so sehr um Goldsplit, sondern einfach nur irgendwie einigermaßen das Ding zu Ende bringen. Ohne Major Fuck-Ups. Würde mir schon reichen. Erstmal für heute. Vor 1 kommst du ins Bett, das auf jeden Fall. So lange will ich nicht brauchen.
Ist auch ein Gold? Weiß es nicht. Ist es. Wow. Aber ja, meine Sum-of-Besten muss noch arg viel weiter runtergehen, damit ich von einer Sub 230 träumen kann. Die Frage ist nur, wo ist der Stoff noch übrig? Oh, Shadow gleich. Weiß nicht, ob ich einen Safety Void machen soll am Samstag. ZFM hat nämlich ein Dings, hat nämlich ein
Wobei, die haben die Zeiten wahrscheinlich schon gesnatcht. Oder sind das aktuelle Zeiten? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ziemlich abartig, wenn ich nicht nochmal PBe von meinem Run. Mein Estimate ist nämlich ziemlich dreist, wenn man es genau nimmt. Da muss ich unbedingt PBen, damit es normal aussieht. Meine Estimates sind immer so abartig. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Das Anspornen, weil ich weiß, ich kann es schaffen, aber am Ende bin ich zu faul zum Practicen und zum Runnen. Aber halt mal geil, wenn ich einen Run in den Marathon schaffe, ohne übers Estimate zu gehen. Das war ein sehr gnädiger Dämpel. Oh, 49 nur? Hätte echt gehofft, es wären 48. Ja, es muss eigentlich ein Gold sein. Die Flammen waren ziemlich gnädig gesetzt. Ich glaube, du hast den Dude noch nicht on fire gesehen. Oh boy. Vielen Dank, Leute. Glitches sind Cheats. Ohne Scheiß, Glitches sind Cheats. Ich sag's euch, das ist Wahre. Wie geht's euch, zackigen Dudes? Ich hoffe, ganz okay. Wie war das Race? War's knapp, wenigstens?
wir uns auf was freuen können. Sauknapp, nice. Hoffe ich doch mal das Beste für den Samstag. Oder eben gar nicht knapp. Rein 20 Sekunden, damn. Das ist brutal. Das ist absolut brutal. Hoffentlich wird das am Samstag so knapp. Danke für die Follows hier, Leute. Ja, ich probiere hier auch gerade noch eine PB rauszuziehen, damit mein Estimate nicht ganz so asozial aussieht. Sieht ganz okay aus bisher. Ah, es war zu früh gesplittet. Das muss ich manuell nachmachen. Ja, das passiert, wenn man einen wichtigen Trick nicht verrotzt. Dann kommt so eine Zeit bei rum. Das ist glitchless unrestricted. Oh, ist ja zum spannendsten Teil gekommen, der Erwachsenen-Part. Hab mich gerade so mit einer guten Zeit durch Child durchgeboxt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zwei große Tricks nicht verkacken. Den einen großen Trick habe ich eben nicht verkackt. Deswegen die gute Zeit. Ja, das, was ich auf dem Kanal gezeigt habe, ja. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Nicht den anvisieren. Und auch nicht bonken. Das wäre bad. Aber wir haben es gerade gemacht. Lass mich durch. Nein, ich konnte nicht durch. Er war nicht irgendwie gestunt. Naja, was soll's. Ja, kurioserweise für das Video habe ich in zwei Parts aufgenommen. Ohne Cuts. Und das lief irgendwie überragend bei der Aufnahme. Seither lief es nicht einmal mehr so gut. Heute ist wieder mal gut. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Das war knapp. Fast hätte ich es nicht geschafft. Ja. Hitboxen von den Razern sind auch irgendwie mal da und mal nicht da. Ah, es war bad. Warte. Dann mache ich einen Safety Void. Ich weiß nicht, warum ich da zu langsam war. Was? Nee, normal habe ich auch keine Zuschauer auf dem Kanal hier. An den Zuschauern kann es nicht liegen. Oh mein Gott, ich hasse es so sehr.
Dieser Trick ist so Bullshit. Wenn du ihn einmal nicht schaffst, ist das ein Ding noch eine Möglichkeit, den nochmal zu schaffen. Okay. Oder es klappt random, so wie eben. Ich glaube nicht, dass das ein... Ich glaube nicht, dass das ein Ding ist, dass das ein Clip war. Oh, Uzi. Vielen Dank dafür. Das hört man gerne. Ja, man muss einfach mal das Spiel alles heißen, was es ist, und dann klappt's auch. Und dann geht's halt auch. Gut. Oh, wo ist das Ding? Da oben. Ich habe jetzt hier ein paar Safety-Strats auch gemacht und mache ein paar Safety-Strats. So wie ich es auch am Samstag machen würde. Ich will jetzt hier auch nicht auf Gedeihen verderben eine PB machen. Am Ende doch alles versauen deswegen. Danke, ihr zwei. Das ist, passiert nicht so oft, dass ihr zwei direkt hintereinander kommt. Ich tatsächlich sitze schon ziemlich gerade. Das glaubst du da nicht. Nicht zu wenig beschweren. Oh boy. Oh, das war nicht gut. Na, vielleicht klappt's noch. Ah ja, klappt noch. Jetzt brauchen wir jetzt Schuhe, Ocarina, das und das. Oh, danke für die Follows. Freut mich sehr. Ja, lass mich doch in Ruhe da hinten. Was hast du da hinten im anderen Raum zu melden? Dieses ganze Haus, schreien. Die Dudes. Oh, wow. Ich habe Zeit verloren, definitiv, im Crusher Room. Aber der restliche Dungeon war gut. Absolut. Nicht zu beanstanden. Wenn jetzt Bongo noch funktioniert, können wir noch eine gute Zeit reisen. Vielleicht verlieren wir nicht mal Zeit auf PB. Auf Gold ja, aber vielleicht nicht auf PB. 27 Sekunden, ich weiß nicht, ob ich so viel verloren habe. Ah, vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin schlecht im Zeiteinschätzen. Ja, geh weg. Der nächste auch, bitte. Was muss das sein? Hält mir euch. Das hört man gerne. Das hört man gerne. Danke fürs Zuschauen und Mögen, würde ich mal sagen. Gut, wir haben volles Leben. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, jetzt in letzter Zeit immer mit vollem Leben durch den Dungeon zu kommen. Habe ich sonst nie geschafft.
Aber es ist gut. Lebenspunkte sind wichtig. Bongo kann nämlich ganz schön mies werden. Weiß gar nicht, was. Weiß jemand, wie viel das so eine Charge-Attacke vom Bongo macht? Nicht die Hände, sondern wenn er rammt. Was, 3 oder 4? Ne, 4 glaube ich nicht. Müssten 3 Herzen sein. Wie viel Schaden man kriegt, merkt man sich so ungern. Wenn man gerne keinen Schaden bekommt. Das Best Possible Time ist jetzt schon. Sub 2.30. Ho, habe ich gar nicht mehr gekriegt. Ho. Sub 2.30 ist real. Kann ich tatsächlich schaffen. Ich dachte, ich muss da noch wesentlich besser werden. Ich brauche einfach nur einen guten Run. Das ist alles. Und ob wir es heute kriegen, ist fraglich. Aber in Zukunft ist das definitiv ein Ziel mittlerweile. Ocarina, Hookshot, Bombs. Du, ich bin immer noch nur 2 Minuten unter Sum of Best. Damn. Das ist mein Run, Mann. Den muss ich durchziehen eigentlich. Den muss ich durchziehen. Oh, Bongo kann. Oh, okay. Mein One-Cycle-Bongo ist nicht mehr on point. Mein One-Cycle-Bongo ist nicht mehr on point. Aber ich glaube, Gold hat auch keinen One-Cycle geschafft. Wahnsinnig guter Kampf. Alles mal wieder drauf. Ja, tatsächlich ist halt so. Okay, sag mal so, One Cycle ist einfacher, wenn man nicht die Spin Attack Strat benutzt. Aber ich habe den mittlerweile so oft das Auge nicht getroffen zum Stunnen, dass ich jetzt auf Wirbelattacke umgestiegen bin. Somit stunt man ihn jedes Mal. Und dann ist der Winkel ein bisschen anders und dann muss man noch reinkriegen. Aber eigentlich ist er ja zum Stunnen. Ich muss da nur schneller als vorher in den Rhythmus reinkommen. Das habe ich noch nicht so richtig drauf. Aber mal gucken. Ne, warte mal. Ne, Gold wird sowieso nicht mehr. Dafür war der Crusher Room zu schlecht. Soll ich extra Splits für die Bosse machen? Ich weiß es nicht. Eigentlich lohnt sich nur der Dings. Eigentlich lohnt sich nur Twin Rover als einzelner Split. Ich verliere jetzt schon Zeit. Oh, ich verliere sogar Zeit auf PB. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt.
Ich glaube, 2,30 wäre übertrieben, heute zu machen. Gold sagt man dazu, wenn du die beste Zeit jemals hast auf einem bestimmten Split. Da ist unten steht ja, da links unten. Also beim großen Timer steht ja links PB und Best. Das, was bei PB ist, ist mein Best Split auf dem Split. Das heißt, bei dieser Split hier habe ich am schnellsten einmal in 4,38 geschafft, wo ich jetzt gerade bin in dem Segment. Wenn ich den jetzt in 4,37 machen würde, hätte ich ihn gegoldet sozusagen, weil früher die Farbe für einen Split, den man am schnellsten gemacht hat, Gold war. Mittlerweile sind sie Regenbogen, aber man sagt trotzdem noch Gold-Split. Weil Regenbogen-Split klingt dumm. Hey, ich habe ihn geregenbogend. Nice. Regenbogenfarbene Mitte. So, jetzt gibt es genau noch einen Trick. Oder eine Kombination aus Tricks, die klappen muss. Dann haben wir eigentlich so ziemlich PB safe. Tatsächlich. Der Mirror Shield Split. Das, was da passiert. Wenn das gut passiert. Dann haben wir ziemlich sicher eine ziemlich gute Zeit. Und dann kann nicht mehr viel schief gehen danach. Das ist jetzt mein Endgegner sozusagen. Yo, Cabbage. Thank you. No, what? How? Cabbage, it's your fault. Definitely, definitely your fault. Now. No, I have no idea why this didn't work. I have no idea. Jo, Fregel, danke für den Follow. Jetzt muss ich mir wirklich Gedanken machen über ein 400er Follower-Special, verdammt nochmal. Weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Ja, und wenn jemand im Chat ist, ist dein Nachbar schuld. Ganz klar. Und wieso genau hat mich das nur 5 Sekunden gekostet? Kann mir das jemand sagen? Okay, Leute, jetzt zählt's jetzt. Ich speedrun eigentlich nur Zelda, ja. Aber ich... Haltet eure Fragen. Ich muss auf den Split muss ich jetzt komplett Konzentration. Tut mir leid. Sobald ich Mirror Shield habe, geht's weiter.
Oh, das war, glaube ich, zu spät. Oh, hoffentlich war das noch im Frame. Eine Rolle. Okay, das war zu spät. Brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Das komplette Setup fängt schon mit dem Liedspielen an. Sobald ich was vergeigen, muss ich das Lied nochmal spielen. Oh, das war miserabel. Versuchen wir es nochmal. Wir haben genug Time Safe. Dass Pipi noch eine Weile nicht in Gefahr ist. Das war gut. Das war gut. Na? Gut. Okay. Der erste Part. Oh, ich hab die Handschuhe her. Der erste Part wäre geschafft. Der zweite Part ist nicht ganz so schwer. Wir haben Zeit verloren, aber wir sind immer noch saftig in PB. Wie ihr seht, possible time saves in 4 Minuten. So muss Glitchless aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob so Glitchless unbedingt aussehen muss. Ja, aber so sieht's momentan aus. Zumindest unrestricted. Okay, weiter geht's mit Konzentration. Ein Part müssen wir noch. Los geht's! Oh, we're in, Mann, we're in. Oh, endlich.
Jetzt ist es eigentlich, jetzt ist PB fast sicher. 5 Minuten verlieren ist eigentlich nicht eine Unmöglichkeit. Die Frage ist, welche Zeit hat Clyde? Kann ich noch Clyde boppen? Oder geht das nicht mehr? Ich hab sogar noch super viele Bomben. Kann mal jemand als speedrun.com nachgucken? Ob ich den Dude namens Clyde Danger Powers noch schlagen kann? 2:30:30? Oh shit. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich wusste irgendwo knapp über 30, aber ich hatte gehofft mit einer 31. Ich habe gehofft, dass er eine 31 hat. 30:30 kriege ich nicht hin. Über eine halbe Minute Gold wird übel. Über eine halbe Minute Gold wird. 40 Sekunden Gold ist. Eieiei. Ja, Cubics kriege ich. Cubics kriege ich easy. Cubics, die alte. Die alte irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. What? Ist noch jemand zwischen Cubics und, noch jemand zwischen Cubics und Clyde? Müsste eigentlich, oder? Bei der Zeit. Nico Bob, ich weiß nicht, ob ich Nico Bob schaffen kann. Nee, ich glaube, Nico schaffe ich nicht. Nicht auf N64. Was hat Nico? Ist er nicht bei der 27 oder sowas? Cloud Ike. Ja, den krieg ich auch noch. Nice. Sage ich jetzt, dass ich die alle boppen werde, ja? Dabei weiß ich nicht, was ich für eine Zeit am Ende doch krieg. 28:31, Mann. Das ist schwierig, Mann. Und ab 30 traue ich mir zu momentan, aber an 28:31, boah, ich weiß nicht. Vor allem auf N64, Mann. Ja. Ist doch schon eine harte Zeit. Vielleicht auch auf Switch wie sie. Wenn die richtig abgeht. Es war ein Medium-Dungeon, der war nicht so geil. Tatsächlich. Auch mit einer guten Twin Rover, wer weiß. Tricks nennt man das. Würde ich mal vermuten. Wenn es kein Glitch ist, ist es ein Trick. Oder Technik, einfach nur. Ich meine, die genauen Sprünge heißen Glitchless Jumps, ja? Das sind die crazy Sprünge, die eigentlich nicht funktionieren dürften, aber irgendwie doch funktionieren. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Name für das Zeug. Sag mal, kannst du auch mal treffen? Ja doch, Trick ist eigentlich... eigentlich das Beste, was du sagen kannst, denke ich. Ich überlege gerade, was ich sagen würde, wenn ich was Neues finde auf dem Glitchless Discord. Ich denke, ich würde sagen, ich habe einen neuen Trick gefunden. Ich denke schon.
Und wir haben unsere Safety-Fee noch, was geil ist gegen die, Ja, kommt drauf an. Muss nicht unbedingt geil sein gegen die Iron Knuckle, weil die Iron Knuckle, je nachdem, mit welcher Attacke sie dich treffen, können sie dich double killen. Ich glaube, das bringt tatsächlich gar nichts gegen Iron Knuckle, eine Fee. Oder? Muss ich mal testen und mich ein paar Mal mit gegen Iron Knuckles killen lassen. Ob es einen Schlag gibt, der dich nicht direkt nochmal tötet. Wo geht er hin? Viel Glück dabei. Einer nochmal. Ja, Feuer will. Oder Eis. Feuer ist erster da gewesen. Komm mal, das war der dritte, oder? Oh, bitte komm vorbei. Oh, was für ein Bullshit. Das hätte ich machen sollen. Nochmal Eis. Nee, Feuer war's. Nicht Scam, kein Scam. Ihr wollt mich scammen? Dude. Die letzten paar Mal wollten sie mich scammen. Letzten paar Mal wollten sie mich schon scammen in der fünften oder sechsten Runde. Zumindest in der fünften Runde wollten sie mich scammen. Alle. Das ist ein paar Mal passiert. Öfter als sonst. In den letzten paar Tagen. Schauen wir mal, was es wird. Ja, allzu viel verliere ich, glaube ich, nicht. Wobei, die labern jetzt auch ein bisschen. Eieiei. Nee, es wird nichts. Die Katze ist definitiv länger als eine Minute. Die labert tatsächlich ein bisschen. Was soll ich tun? So ist das Leben. Alt genug waren sie schon. Ich muss jetzt noch schnell das Video hochladen. Auf YouTube, damit ich es direkt submitten kann.
Ach, so viel verliere ich gar nicht. Was ist da los? Immer noch schneller als PB. Wer hätte das gedacht? Das ist die Aussage vor Gericht. Und sie haben Naboru eingefangen und getötet oder so. Das war nur Rache. Nee, Notwehr war das, Notwehr. Nicht Rache. Gut. Lieder spielen ist schwierig. Lieder spielen ist so schwierig. Manche Lieder sind einfach, aber manche sind schwierig. Das ist schwierig. Schnell, dieses Lied schnell zu spielen ist schwierig, sag mal so. Gut, hat auch mal wieder geklappt. Forest Temple ist ziemlich chill in dem Run. Da passiert eigentlich nichts großartig. Das ist angenehm. Kein Haufen Stahlfußkämpfe, aber sonst. Hatte schon mal schlechtere Kämpfe. Perfekter war es nicht, aber den nehme ich liebend gerne. Wenn ich die Wahl habe zwischen dem und einem random anderen, wo ich vorher nicht weiß, wie er ist, würde ich den hier alle Tage nehmen. Die Hammerboots haben. Ist der Tempel auch hier super easy. Pizza im Ofen. Das klingt vernünftig. Vielleicht nicht für 12 Uhr nachts, aber an sich ist das vernünftig. Die Zeit nehme ich mir für die Nüsse, weil Nüsse sind gut. Am Ende. Na, okay, das ist richtig.
gut. Und die Silberhandschuhe haben wir nur genau wegen diesem Teil hier geholt. Und diese dummen Blöcke hier, man nicht normal ziehen kann. Als Erwachsener. Man braucht mindestens die Corona-Armbänder. Langweiliger Teil. Vielleicht gibt es wieder Kämpfe, keine Sorgen. Vielleicht gibt es wieder Gameplay. Theoretisch könnte man hier auch ein bisschen Zeit sparen und nur den letzten Block benutzen und dann nochmal auch einen Recoil-Flip wie in The Longest Cavern machen, aber ist mir zu dumm. Mache ich nicht. Muss man von der Bombe machen. Und dann muss man das Timing von der Bombe hinkriegen, während die Bombe aber nicht im Bildschirm ist, weil man weit genug weg sein muss von der Bombe. Und es ist grausam. Ich finde das nicht gut. Alles klar. Nochmal 3 Saalfuß. Zu eurer Unterhaltung. Ich habe fast kein Leben mehr. Und wenn ich sterbe, ist auch nicht so schlimm. Das ganze Leben gelassen. Kann man verraten. Ist egal. Die Fee muss ich loswerden. Wo ich sie loswerde, ist egal. Der Split wird deswegen schlechter, aber die Gesamtzeit ändert sich dadurch nicht. Tatsächlich. Recoil Flips sind glitchless. Ist glitchless unrestricted? Mach ich ja in die Dongos Cameron. Es war ein super schlechter Kampf. Gott, war der schlecht. Eventuell mein schlechtester Starforce-Kampf jemals. Ich weiß es nicht so genau. Aber wie gesagt, ist nicht so wild. Ohne Fee wäre es fatal gewesen. Aber ohne Fee wäre ich auch. Hätte ich auch einen Umweg gemacht zu den Pötten am Rand und hätte mir die Herzen da geholt. Ja. Aber da ist ja. Solange ich die Safety-Fee noch benutze, kann ich einfach voll reingehen in die Kämpfe, draufgeschissen. Nein, 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 das nicht. Das sind Hover. Das sind Bomb-Hover oder Bomb-True-Hover. Das ist nicht erlaubt in Glitchless. Das ist definitiv ein Glitch.
Weiß nicht, hast du den Run hier schon mal gesehen? In der Longest Cavern mache ich doch so einen komischen Flip, während der Beamos auf mich schießt. Dass ich aus dem Backflip heraus getroffen werde. Und ich dadurch eine Kante angreifen kann. Das ist ein Recoil-Flip. Da werden tatsächlich nur und vorhandene Mechaniken gut zusammengeführt, dass crazy Sachen passieren. Jo, Sonic, gute Frage. Tatsächlich ist das Spiel so programmiert, dass es nur nach den letzten beiden Medaillen schaut. Nur Spirit und Shadow Medaillen, guckt es. Und dann gibt er dir die Szene hier. Weil das Spiel davon ausgeht, dass du Feuer, Wasser und Wald machen musst, unbedingt, um überhaupt in den Schattentempel reinzukommen. Deswegen fragen sie die drei Medaillen nicht nochmal ab, weil die Abfrage ja schon mal für den Shadow-Tempel gemacht wurde. Haben sie sich ein bisschen Abfragen-Code gespart. Im Quelltext. Zugunsten unsererseits, würde ich sagen. Oh, so lang. Die Katze nicht so lang. Immerhin. Mit Bibi ist ziemlich safe. Es ab 2:32 ist vermutlich safe. 22 Sekunden verlieren noch. Kann passieren, wenn ich Pech habe. 22 Sekunden dürften eigentlich nur passieren, wenn ich gegen die Iron Knuckle verliere. Wobei, das stimmt nicht. Ein dummer Starforce-Kampf, wenn sie mal wieder komisches Zeug machen, reicht schon für 22 Sekunden. Safe ist es noch nicht, definitiv nicht. Aber eine 32 sollte ich definitiv safe haben. Wir werden es gleich erfahren. Ja, die Katze ist schon fast rum. Geht die Zeit hin? Aber im letzten Segment habe ich 14 Sekunden nur verloren. Wenn man den Revive abzieht, war der Kampf gar nicht so schlecht. Aber der erste Kampf war einfach überragend, das weiß ich nicht. Acht Bomben habe ich noch. Das ist super safe. Aber den Trial-Skip sollte ich endlich nicht mehr failen. Ich habe jetzt eine richtig gute Visual Cue gefunden. Und die Brücke guckt nur danach, ob du Shadow und Spirit Medallion und die Lichtpfeile hast.
Die fragt auch nicht ab, ob du die anderen drei Medaillen hast. Nein, das ist nicht gut. Randomizer habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ja, würde tatsächlich reichen, ist aber nicht so. Die fragen trotzdem mal die drei Dinge ab. Oh boy, der Kampf war grandios. Tatsächlich. Ich habe 5 Herzen. Bedeutet, ich kann einmal getroffen werden von dem Iron Knuckle. Umso besser. Heißt, ich kann hardcore reingehen und das Beste hoffen. Ohohoho. Bis auf die Nalfos. Übertrieben guter Tower bisher. Das ist sogar 6 Herzen. Oh, tatsächlich sogar 6 Herzen. Nun, das macht keinen Unterschied. Mehr als 4. Weil die machen 4 Schaden. Alles, was mehr als 4 ist und kleiner als 8 ist, außer ist 2 Hits zum Sterben. Aber ja. Dude, wenn ich jetzt einen guten Ganon-Fight habe, golde ich den Scheiß hier noch. Wahrscheinlich. Aus Gründen machen die Iron Knuckles den meisten Schaden im Spiel. Ganon macht noch 4 Schaden. Ja. Sonst nichts, glaube ich. Man muss sagen, es war nicht mal ein überragend guter Run tatsächlich heute. Sieht zwar super geil aus, aber ich habe überall Zeit verloren. Also, na, nicht ganz so schlimm. So schlimm. Ich übertreibe immer, wie schlecht meine Runs sind tatsächlich. Aber es ist jetzt nichts, wo ich nicht nochmal schaffen kann. Ja, es ist keine Höchstleistung, die ich nicht nochmal erreichen kann. Das meine ich damit. Thank you.
glaube, es wird gut. Schauen wir mal. Oh, ist ein hartes Gold, glaube ich. Sekunden. Damn. Boah, ich weiß nicht, ob ich gar noch über um 10, um 11 Sekunden golden kann. Ja, aber leider kommen keine Credits dann. Ja. Aber ja, stimmt, die Timeline würde passen. Aber da keine Credits kommen, sondern Game Over, ist das nicht das Spiel beendet. Oder auch einfach godlike Stalfos-Kampf hier. Und ein Kuss am Ende. Ah, meine Lieblingsmusik. Ich habe sie vermisst. Teil ist der dümmste Teil. Oh. Hoho, godlike! Dude! Wie gut kann der Kampf werden? Wie gut kann der Kampf wieder werden? Ich glaube, das war der beste Collapse-Stalfos-Fight, den ich jemals gemacht habe. Sicherlich. Absolut. Keine Ausflüchte da. Wow. Wenn ich jetzt nicht Ganon vergeige, habe ich tatsächlich Chance auf ein Gold. Und dann vielleicht noch eine 2,30er Zeit zu kriegen. Ah! Egal. Damn, das war... Das war ein guter Kollaps. Ja, sofort Reset.
Meine Best Possible Time ist schon bei 2,26. Damn. Damn. Okay, da geht noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen was in mir. Ja, das grinden wir auf jeden Fall ein bisschen weiter nach ZFM. Da geht noch ein bisschen was. Nico Bob. Pff. Wird schwierig, aber langsam wird's möglich. Noch nicht, aber wenn ich noch ein paar Golds krieg. Sag mal so, wenn meine Samov-Best... Meine Samov-Best müsste schon 4 Minuten unter ihm sein. Damit ich damit rechnen kann. Ich glaube nicht. Besser als 4 Minuten in Samov-Best ist brutal für mich. Aber dadurch, dass die Runs so kurz sind, in Anführungszeichen, kann ich halt auch mal mehr raushauen am Tag. Kann ich halt auch mal 2 machen, nicht nur einen, wie beim anderen Glitchless. Ja, Niff, wir haben ja vorhin über Lag geredet und sowas. Hier hast du ungefähr... Ich muss mal zählen, wie viel FPS die Szene hier hat. Aber ich schätze mal 7 auf N64. Jetzt bester Kampf ever. Wir haben da ja nichts Besseres. Hookshot hätten wir noch. Aber Hookshot ist ziemlich dumm und friemelig. Es ist so geil, dass es im Speedrun drin ist. Das scheiß Nut Battle. Mit Ganon um die Wette Nutten. Das hast du auch nicht oft gesehen. Ich wieder ein Haube Trottel. Das war die Gold. Der Goldsplit. Ja, das war der Goldsplit. Ich bin ein Trottel. Wieso hat sich Link da nicht gedreht? Ganz komisch. Aber egal, es wäre auf jeden Fall... Selbst wenn ich es geschafft hätte, wäre das kein 10 Sekunden Gold gewesen. Ja, plus 6,3 Sekunden. Es waren keine 10 Sekunden, die ich da verloren habe, oder? Gut, 2,31,17. Das ist... Boy, oh boy. Ich hoffe nur, dass das im Shadow Temple kein Clip war. Aber ich glaube nicht, dass es ein Clip war. Danke fürs GG. Boy.
mit dem Run kann ich doch gemütlich ins ZFM reingehen. Absolut. Ja, ich würde sagen, Kleid muss ich warm anziehen. Ich gehe mal auf die Speedrun-Seite. Um zu reviewen, wo wir jetzt stehen. Glitchless, unrestricted. Ich bin jetzt... Oh, direkt nach Kleid und vor Cloud Ike. Und vor Cubex. Mein Joda Milo Bob wäre mir noch arg recht, aber oh man, 27,59, dude. Ein 64 Weltrekord wäre halt schon geil. Ja. Und 100% restricted habe ich N64 Weltrekord. Du bist off, alles klar. Dankeschön, gute Nacht. Erhol dich. Macht der erste Platz denn das? Ich habe keine Ahnung. Unrestricted ist eine 2:16:51. Ja, noch eine Viertelstunde. Ich habe keine Ahnung, wo die Viertelstunde sein soll. Ich bin ehrlich. Auch so ging es mir auch schon bei Restricted. Wo ich einfach nicht weiß, wo die Zeit ist. Erstens mal gehen einige Minuten weg, weil die Leute wie sie runnen und ich N64. N64 hat Lag wie Sau. Aber dann... Der Rest ist einfach nur Movement, ja. Wie gesagt, wenn ich ab und zu salty werde und sage, ich verliere Zeit, weil ich nicht gerade auslaufen kann, dann ist das teilweise ernst gemeint. Weil bei den Tricks verliere ich nicht super viel Zeit. Ein bisschen was, ja, aber keine Viertelstunde. Ja. Das ist alles beim normalen Movement zwischen den Tricks, wo ich auch Zeit verliere. Und das Ding ist, wenn man jetzt gerade ausläuft und man macht einen kleinen Schwenker nach links zum Justieren, ja. Das kostet dich 3-4 Frames vielleicht. Aber das Spiel läuft nur auf 20 Frames. Das heißt, sobald du 20 Frames zusammen hast, die du mal irgendwo rumgewabbelt hast, bist du schon bei einer Sekunde. Ratzifatz hast du da ein paar Sekunden zusammen. Allein durch die Gegend laufen. Aber mit der Zeit bin ich einigermaßen zufrieden. Damit kann ich leben, wenn die jetzt auf dem Leaderboard ist. Besser wie die 38 vorher, meine Güte. Weil jetzt habe ich eine fast 9 Minuten Puffer von PB zum Estimate. Das sollte eigentlich klappen. Jetzt ist es nicht mehr übertrieben, mein Estimate. Eieiei, war meine größte Sorge. Aber ja, jetzt können wir auf jeden Fall 2:40. Und meine PB war bis eben 2:38.
Ja, aber wie gesagt, der Run war nicht perfekt, ja. Obwohl es so aussieht. Ja, hier habe ich mal plus 24, da ein bisschen was verloren die ganze Zeit. Hier wurde es dann besser. Aber ich hab einige Golds gemacht tatsächlich. So ist es nicht, aber... Ja, ich habe bei Mirror Shield habe ich trotzdem noch viel Zeit verloren, ja. Da ist immer noch Free Time Save von einer Minute oder zwei. Ich kann mit einer PB von 2,38 nicht 2,35 angeben, hey. Nein, ich meine, Mirror Shield kann unendlich lange dauern, ja. Das ist so dumm. Wenn ich Buffer nicht. Wenn Samstag kein Buffertag ist, habe ich ein Problem. Wer weiß, vielleicht schaffe ich ja sogar einen Marathon-PB. Wäre das nicht geil? Aber es wird schwierig. Es wird. Ja, sehen wir dann. Wie weit bin ich jetzt weg von Sum of Best? Viereinhalb Minuten. Viereinhalb Minuten, damn, das ist schon. Ist schon besser. Jetzt müssten wieder ein paar Golds rauskommen, irgendwo. Also gegen den Run zu runnen ist schwierig, Mann. Oh boy, ist das schwierig. Ja. Vorne kann ich mir einen kleinen Puffer aufbauen, aber dann, wenn ich nach DC nicht hart vorne liege, habe ich ein Problem, weil danach ist erstmal richtig geht's erstmal richtig rund. Das ist ein schlimmes Ende hinten raus zum Run. Uiuiui. Da muss ich erste Hälfte von Child muss ich so viel Zeit rausholen, die ich dann bis zum Ende mit mir trage und versuche, nicht zu verlieren. Außer Mirror Shield, da kann man noch einen kleinen Puffer nochmal drauflegen. So schöne Glockensamples. Klingt fast so wie bei uns die Kirche. Ende.